Weiter geht's mit dem Let's Play Cossacks European Wars. Und zwar, jetzt geht's los mit den Kampagnenmissionen. So, dann gehen wir mal auf Kampagnen. Also, es sind insgesamt 4 Kampagnen. Und als erstes sollen wir spielen die englische Kampagne. Also, die englische Kampagne heißt Piraten in der Karibik. Und ja, hier kann man sich sozusagen durchlesen. Also im Wesentlichen geht es darum, wir sozusagen als England sollen jetzt die Spanier terrorisieren in der Karibik und sozusagen eigene Ansprüche geltend machen über diese Region. Ob das jetzt alles so historisch stimmt oder so, keine Ahnung. Ja. Und es gibt natürlich hier auch viel zu lesen. Als erstes Bermuda im Jahr 1652. Okay, los geht's. So, wir sind angekommen. Du bist gelandet im Nord, in der Nord, was auch immer, Insel. Unglücklicherweise ist es, hat die Insel keine Ressourcen und ist zu klein, um eine Kolonie hier zu beginnen. Du solltest all dein Essen zusammentun und dein Trinkwasser und deine Aufgabe fortsetzen. Du brauchst eine Insel mit der Möglichkeit von Eisen, Kohle, Stein, Holz vorkommen. Das Beste ist wahrscheinlich die große Insel im Südwesten der Bermuda. So, dann als allererstes natürlich die Spielgeschwindigkeit auf langsam. So, dann tun wir erstmal unsere Bauern. Also unsere Bauern sind jetzt hier auf dieser kleinen Insel. Und dann sollen wir die jetzt hier runterbringen. So, da ich jetzt mich aber noch relativ gut an diese Mission erinnern kann, also dazu muss ich nochmal ganz deutlich sagen, es gibt Missionen, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern, also gar nicht mehr. Die sind ja quasi de facto komplett blind. Aber an diese Mission kann ich mich eigentlich noch sehr, sehr gut erinnern. Das heißt, wir machen diese Mission einfach mal ganz schnell. So, schlechte Neuigkeiten, Kapitän. Ein niederländischer Major ist gelegen im Süden von hier und Piraten suchen die See ab im Norden. Es scheint, wir haben unseren Weg frei zu kämpfen. Also im Süden sind die Niederländer. Und hier sind die Piraten. Genau, also ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall den Piraten entgegenstellen, weil wir das schaffen können. Und ich denke mal, hier sind die zu übermächtig. So, ich kann mich erinnern, das Spiel war extrem schwer. Du hörst von einem Piratenschiff aus. May I drop dead? Ich möge tot umfallen, wenn das nicht die Engländer sind. Hey, verschwindet von hier. Sonst muss ich euch an die Haie verfüttern. Springt über Bord oder wir füllen eure Gedärme mit was auch immer. Also sie drohen uns. So, du Schiff, gehst mal bitte. So, geh mal. Bleib stehen. So, und jetzt halten. Hey. Bleib. So. Ich hoffe, das ist eine gute Idee so. Mach mal das Schiff mal weg. Also das hält auf jeden Fall viel aus. Geh mal du mal auf das. Au, das muss ich retten.
Eieiei, das ist schon ganz schön beschädigt. Sag mal. Okay, das ist auch fast weg. Geh du mal mehr in den Nahkampf. So, jetzt mach das mal weg. Geh mal auf die Kleinen. Mach das. Also das eine Schiff ist schon ganz schön gefährdet. Gib mal näher ran. Ich glaube, das Problem war, ich war jetzt zu weit weg. Weil die schießen dann auch so oft daneben. Oh, das ist schon richtig heftig beschädigt. Und das auch! Nein! Oh Gott! Ich kann mich erinnern, diese Mission war so schwer und jetzt habe ich eigentlich schon versaut. Ne, da muss ich nochmal neu starten. Ja, okay. Lassen wir das. Also, ich mache jetzt Folgendes. Die haben Schiffe, die nicht so viel aushalten. Ich schicke die direkt in den Nahkampf. Also, ihr habt schon mal gesehen, die so in so eine Entfernung zu schicken, ist keine gute Idee. Starke Schiffe müssen in den Nahkampf. Also da kommen noch so viele Gegner, also ich kann das auf gar keinen Fall akzeptieren, dass jetzt hier schon die ganzen Schiffe kaputt sind. Los, komm. So, diesmal in den Nahkampf. Du lockst das Feuer mal ein bisschen weg. Oh, ich hoffe, ja, sie schießen daneben, sie schießen daneben. Nein! Das gibt's doch nicht. Ich bin echt ratlos. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Okay, wahrscheinlich muss ich die Fähre vorschicken, dass die Fähre vielleicht ein bisschen Feuer anlocken kann. So, Fähre, du gehst mal vor. Ich schick mal die Boote hier hin. Und tu die Fähre so hin. Schau mal, ob ich das besser hinbekomme. Also es ist auf jeden Fall so, dass man hier diese Piraten besiegen kann und da unten sowieso gar keine Chance hat. Und ich bin mir 100% sicher, dass man es schaffen kann, sogar ohne ein einziges von diesen Fregatten zu verlieren. So, ich speichere jetzt mal. Jetzt zieh mal ein bisschen Feuer auf dich. Wie sieht's hier aus? Genau, also die Fähre hat schon mal die Schiffe angelockt. Ja! Okay, hier geht man in den Nahkampf. Oh, die haben aber einen starken Nahkampf. Nicht gut. Geh weg. Los.
Ja! 1000 Gold gewonnen und geschafft. Kein Verlust gemacht. Die Fähre ist zwar so gut wie komplett im Arsch. Das Schiff, also die beiden Schiffe haben gar nichts abbekommen. Und das Schiff hat was abbekommen, aber okay, besser geht's nicht. Perfekt. Ich glaube, man kann es nicht besser machen. Ja, machen wir eins. Wow. Ganz schön nervenaufreibend. Ja, soll ich jetzt vielleicht ein bisschen schneller machen? Ich weiß nicht. Kapitän, Piratenschiffe wurden gesichtet im Westen von hier. Wir sollten uns besser davon wegbewegen und diese Insel umrunden im Süden. Also wir sollen jetzt hier nach Süden. Fähre, kommst du? Okay, und die greifen uns auch nicht an. So, dann geht mal bitte hier runter. Ja, also die können wir auf keinen Fall mehr besiegen. Ich mach mal schneller. Achso, ich bin sogar schon im schnellen Modus. Verdammt, jetzt ist die Musik weg. Nein, man geht ins Menü. Zack, die Musik ist weg. Kann ich irgendwie... Aber ich hoffe, die Musik kommt nochmal. Also die Musik ist ja auch in dem Spiel mega gut. Und das ist ja auch leider nicht mehr der Fall bei Cossacks 3. Ja. Hier ist ein kleines Boot. Komm, das holen wir uns. Und jetzt Angriff. Okay, geschafft. Schiff, du kommst. Ja, die Fähre ist halt viel langsamer als unsere Fregatten. Machen wir mal einen zweiten. So, genau. Da sind ja die Gegner. Ich glaube, man muss jetzt wieder hoch, oder? Okay, also genau. Ein niederländisches Schlachtschiff, also das aller... gefährlichste und auch, man muss es wirklich sagen, teuerste Schiff im ganzen Spiel. Also ich kann mich erinnern, wenn man so ein Schlachtschiff rekrutiert, ich glaube, wenn man alle Minen auf maximale Stufe hat, auf maximaler Stufe 7, ich glaube, sogar dann geht man pleite. Ich glaube, man muss das irgendwie noch so ganz grob machen mit dem Markt, aber... Das Schlachtschiff, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das auch bei Cossacks 3 gibt. Genau, hier segeln die Schlachtschiffe. Warte mal, ich segel mal mit dem einen ein bisschen nach unten, dass man mal kurz die sieht. Genau, also hier sieht man die Schlachtschiffe. Das sind die... Ja. War das jetzt komplett unnötig? Okay, das verfolgt mich auch. Also man sieht, das hat eine richtig krasse Feuerrate. Und es ist auch dabei gewesen, mich zu verfolgen. Das heißt, ich tue nur mal laden. Zwei war es, ne? Perfekt. So, also wir mussten hier jetzt noch unten, jetzt müssen wir wieder nach oben. Ich weiß gar nicht genau, wie gefährlich die Mission war. Es kann sogar sein, dass das Gefährlichste sogar schon geschafft wurde.
Also ich möchte eigentlich jetzt nicht hier noch schneller machen, weil wenn ich dann langsam spiele, das ist eigentlich so perfekt eingestellt. So, dann geht man so ein bisschen nach oben und dann zu dem Schiff hin. So ein bisschen mehr in die Reichweite. Und jetzt Feuer. Also wenn die Mission sehr, sehr anstrengend wird, dann würde ich sagen, da mache ich mehrere Parts. Weil, sagen wir mal, so 3 Stunden oder so, es wäre schon, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Ich weiß noch nicht genau. Mal gucken. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal hier. Ja, also die kommt einfach, sagen wir mal, langsam nach. Ich schicke die mal so hier hin. Okay, also das lief eigentlich perfekt, das heißt, ich speichere nochmal bei 2. Aha. Fregatte voraus. Es ist ein britischer... Ja, da fangen die Fachbegriffe an. Was willst du? Ihr tut... Also ihr begegnet einem Piratenjäger. Ich bin erfreut, euch zu sehen. Ich jage Nils den Furchtlosen. Aber dieser, was auch immer, hat eine sehr mächtige Marine aufgestellt. Es wäre mir eine Ehre, mich euch anzuschließen. Wenn ihr mir helft, werde ich dem zustimmen, mich unter euren Befehl zu begeben. Also was haltet ihr davon? Genau, also da muss man aber auch sagen, da darf man auch nicht immer sofort Ja drücken, weil ich kann mich auch erinnern an gewisse Missionen, wo man dann Ja gedrückt hat und wo man dann gesagt, ja, neue Einheit wird mir geschenkt, ja, nehme ich. Und dann waren es aber Verräter, ja, und dann hieß es plötzlich, ah, sie haben Verrat begangen. Und irgendwann waren sie dann plötzlich im eigenen Lager dann Feinde und dann sind sie einem richtig übel in den Rücken gefallen. Also, aber hier in dem Fall, ja. Exzellent. Zusammen tun wir Nils Gang pulverisieren. Sie sind südlich von hier. Ach so, der tut sich mir noch gar nicht anschließen, sondern ich soll erstmal ihm helfen. Ach hier, okay. Danke für eure Hilfe, Sir. Mein Schiff gehört euch, ist unter eurem Befehl. Wir haben an Seite und Seite gekämpft und es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite den Kopf von Nils sozusagen als Belohnung zu bekommen. Unter den Papieren von dem Nils habt ihr gefunden eine alte Schriftrolle mit seltsamer Schreibweise, die sagt: Südliche Insel, 5 Schritte zum Osten des alten Baumes. Okay, also wir haben schon mal ein neues Schiff bekommen. Ich glaube, hier waren ja die Schlachtschiffe, ne? Ja, das heißt, wir müssen hier so links. Kommst du? Das lief perfekt, das speichere ich nochmal. Okay, dann, ich glaube, man konnte jetzt schon sogar ganz nach unten segeln. Ohne Gefahr.
Ja. Ich glaube, hier die ganze Insel, ne? Das war, glaube ich, die konnte man da hier besiedeln. Ich denke, man kann sogar hier schon seine Einheiten an Land lassen. Und dann könnt ihr auch zu Fuß da hier nach unten marschieren. Ich glaube, das mache ich, weil es dauert ja ewig, bis hier diese hier Fregatte hier nach unten gefunden hat. So, Fregatte, du lässt mal die Bauern hier raus. Gibt es? Segelt immer nach unten? Genau, lass mal die Bauern raus. Und geh mal ohne Bauern. Jetzt gehen wir noch ohne Bauern hier runter. Genau, weil das ist hier alles eine Insel. Das weiß ich noch. So, hier ist nochmal so ein kleines Schiff. So, und Feuer. Sehr gut. So, die Bauern, die kommen. Gib mal hin. Und die Fregatte. Ah, hier. Die Bauern haben Steine gefunden für eine passende Konstruktion. Du kannst jetzt damit beginnen, deine Basis zu errichten. Okay, cool. So, den gibt man hier hin. Schiffe, ja genau, bleib mal da. So, wo sind die Steine? Wo haben die gefunden? Ne, hier nicht. Hier, okay, da sind die Steine. Ich tue die mal im Landesinneren hin, die Basis, weil ich mich erinnern kann, dass hier dann Schiffe kommen und die dann eventuell die Gebäude zerstören. So, dann mache ich mal auf langsam und nochmal speichern. Machen wir mal, es läuft gut. So. Dann baut mir mal eine Farm. Ich kann keine zweite kommen. Was ist das Problem? Baut mal hier ein Lager. Excellent. Ihr habt dieses Land oder diese Insel kolonialisiert. Tut euer Bestes, um einen Markt zu bauen, so bald wie möglich, und baut eine Flotte. Ja, also jetzt muss ich eine mächtige Siedlung bauen und einen Markt errichten. So, dann, was ist denn das Problem? 60 Holz. Und Steine. Okay, also ich habe zu wenig Steine. Hier brauchen wir da ein Lager. So, ihr tut schon mal Holz. Ich glaube, die Insel war nicht verlassen. Ich glaube, da können noch Gegner kommen. So, dann holt man hier Steine. Und Bauern zu rekrutieren, da muss ich noch mal abwarten, weil ich habe noch nicht genug Nahrung. Also zumindest hier, wenn die Felder ausgewachsen sind. So lange kann ich noch warten. Ich brauche 300 Steine.
das ja auch geil. Bei Cossacks 3, da hat man ja auch nicht so diese Geräusche, wenn die irgendwie Steine abbauen oder wenn die Holz abbauen. Hier ist es eigentlich ganz atmosphärisch genug gemacht. So, baut ihr nochmal einen weiteren. So, was haben wir jetzt? Ja, den Markt kannst du eigentlich hier hin tun. Na, ich glaube, das ist keine gute Idee, ne? Wobei. Ach komm, das mache ich. So. Ich mache erstmal alle Bauern zum Nahrung ernten und rekrutieren wir mal Bauern. Tun wir die mal hier hin. Also ich denke mal, auf jeden Fall ist es ein Anfang, 10 Bauern pro Feld oder pro Mühle und dann 10 Bauern jeweils hier Steine und Holz. So, ihr dürft auch nochmal. Aber ich kann eigentlich. Doch mal. Das schon mal. Gut, du kannst hier die Kirche bauen. Oh, oh! Ach du meine Güte! Hä? Boah, habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Niederländer. Aber ich habe noch nicht mal den ersten Soldaten rekrutiert. Okay, also die wollen mich gar nicht angreifen, sondern die wollen hier nur durchmarschieren. Okay, also das Spiel will, dass ich hier meine Basis an die Küste hin tue. Okay, dann mache ich das mal. So, machen wir das mal besser. Wobei, wenn ich jetzt schon so viel rekrutieren kann. So, ich besorge mir noch mal ein bisschen Bauern. Das kann ich ja nicht doch eigentlich schon machen. Also die Eisenmine brauche ich eigentlich nicht. So. Holt mal Holz. Okay, wir haben jetzt unser Dorf verrichtet. Könnt ihr vielleicht die besiegen hier? Also ich baue auf jeden Fall eine Kaserne. Ich weiß gar nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich das jetzt spiele. Das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ich glaube, man hat das am Anfang eingestellt, oder? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, dann. So, bauen wir mal die Kaserne hier hin. Machen wir mal 5.
Mal, das erste ist aber schon ganz schön beschädigt. So, du ein bisschen weiter nach hinten. Und ihr geht mal hier hin. Okay, perfekt. Das heißt, wir können Soldaten rekrutieren. Baut mal die Kirche. Schauen wir mal, da ist doch bestimmt das Lager, ne? Und ihr natürlich auch die Felder. Nicht zu viele. Und ich darf auch schon eine Akademie bauen. Sehr gut. Speichern. So, machen wir mal hier das Lager weg. Ich hoffe, jetzt hier ist keine Flotte jetzt im Weg. Und schon. Ah, da ist ein Turm. Schauen wir mal. Oder wenn ich jetzt... Perfekt. Oder schieß mal auf die Leute hier. Das heißt, die Insel gehört mir. So, ihr geht mal auf die Felder. Oder ich darf eigentlich noch ein zweites Feld hier errichten. Das ist eigentlich ganz gut. Gib mal noch und tut mal das Schiff hier weg. Rankommen lassen. Gar nicht, wo die jetzt da genau hinschießen. Kann man die, ich lasse die Schiffe mal einfach mal jetzt hier. So, dann hilf mal. Also die Nahrung ist auf jeden Fall richtig knapp. Okay, aber ein bisschen selbst verteidigen kann ich mich jetzt. So, ihr geht auch mal auf die Felder. So, also ich denke, das Feld ist eigentlich ganz gut besucht. Eine Kirche habe ich, also habe ich hier die Mine, die ist aber noch nicht besetzt. Ich weiß gar nicht genau, also ich schau mal dann in der Akademie. Ja, genau, also zum Beispiel ist es so, also im Multiplayer oder auch wenn man jetzt zum Beispiel gegen, also gerade bei Cossacks 3 ist ja diese Technologiefähigkeit, wo man sich alle Minen auf der Karte aufdecken lassen kann, ist ja auch quasi völlig nutzlos. Aber hier
da forsche ich das. So, wie sieht's aus? Also die Akademie, die braucht halt eben auch wirklich lange. So, das ist 32, ne? Ich glaube, ich mache mal ein Bataillon. Ein Bataillon, dass ich eine, also eine Formation bilden kann. Aha, hier sind auf jeden Fall ganz viele. Vielleicht noch ein drittes. Na, geht mal alle hier hin. Okay, was fehlt mir denn jetzt noch? Also ich habe eine Kirche, ich habe das. Das würde ich gerne forschen. Genau, Gold habe ich nicht. Ich glaube, es gibt hier auch keine Goldmine. Ja. So, das Einzige, was ich habe, ist Bauern. So, gut, nur mal die Nahrung. Wobei, ihr könnt mir eigentlich noch ein zweites Rathaus hier hinbauen. Bauen wir nochmal ein Rathaus. Und du baust mir den Markt. Hier. Und bau mir nochmal eine Mühle. Und... Na, wo kann ich die bauen? Hier vielleicht. Bauen wir hier auch nochmal eine Mühle hin. Also das erste ist jetzt erstmal der Markt. Dann kann ich mir ein bisschen Gold kaufen. Wobei ich eigentlich überhaupt keine Ressourcen habe. Ich glaube, das Einzige, was ich habe, ist Eisen. Ja, dann kann ich das ja aufleveln, dann geht es noch ein bisschen effektiver. Und dann muss ich auf jeden Fall, soweit kann ich mich noch erinnern, eine Werft errichten. Ich kann mich auch erinnern, bei diesem Spiel, da kann man sich auch ewig aufhalten. Also diese Mission, also was man jetzt, was ich jetzt hier mache, ich glaube, das kann man auch, ich glaube, als ich das erste Mal die Mission gespielt habe, ich glaube, ich habe die 3 Stunden, 4 Stunden gespielt oder so. Also ich hoffe, dass ich auf jeden Fall, sagen wir mal, unter einer Stunde bleibe bei der Mission. Okay, jetzt kann ich... also ich tue erstmal hier, was brauche ich hier? 250 Gold, um das aufzuwerten. Vielleicht gegen Holz. Funktioniert das? So, perfekt. Sorry, wir haben kein Geld mehr. Also uns ist das Gold ausgegangen. Die Fregatte-Crew verweigert sich zu kämpfen, bis wir diese zahlen. Aber wenigstens sind sie noch unter unserer Kontrolle. Weil sie weigern sich zu kämpfen, aber wenigstens habe ich sie noch. Zum Beispiel Söldner, die sind ja dann komplett weg. Und Bauern, ich brauche Bauern. Ja, ich brauche Bauern. Das ist das, was ich brauche hauptsächlich. Wenn ich Bauern habe, dann kann ich die auf die Felder schicken, dann kann ich die Holz schicken, dann kann ich die in die Mine schicken.
Okay, also die. Also das Feld hat jetzt genug Bauern. Hier kann ich mal welche hin tun. Hier auch. Das Übungsfeld. Holz hacken. So was bauen muss ich eigentlich nicht mehr. Dann kann ich hier eigentlich Gold besorgen, so dass es nochmal effektiver ist. So, kannst du mir das Feld? Okay, das hat gereicht. Jetzt kommen wir. Oh, was war das? Nein! Wie kommt denn hier das Schlachtschiff hin? Hä? Wie kommt das Schlachtschiff dahin? Wow, das war jetzt richtig dumm. Aber ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, hier bin ich komplett sicher. Sag mal, will es mich jetzt verfolgen oder was? Boah, da muss ich neu laden. Als wenn das jetzt mich hier ernsthaft hier verfolgt, bis da unten hin. Da müsste ich echt neu laden, weil... Das ist zu krass einfach, das Schlachtschiff. Also jetzt... Auf jeden Fall noch. Ja. So, dann tun wir die Felder. Ich brauche noch mal, was waren die Steine? Also ich habe nicht genug Steine, aber ich kann jetzt endlich mal die Werft bauen. Nee, ich glaube ganz ehrlich, ich möchte die Werft hier haben. Auch wenn die natürlich hier ein bisschen verletzlich ist, aber ich glaube nicht, dass das Schlachtschiff hier runterkommt. Das glaube ich nicht. Das Feld noch, das noch. So, jetzt kann ich Gott sei Dank endlich genug Bauern rekrutieren. Hier wird es angezeigt, maximale Population 350 und ich habe 114. Das heißt, ich baue schon mal ein Haus. Dass ich noch ein bisschen mehr Population bekomme. Das kommt allen Ernstes hier runter. Das Schlachtschiff kommt allen Ernstes. Ich habe das gar nicht so in Erinnerung. Kann ich vielleicht mal... Ich kann kein Artilleriedepot bauen. Wann soll ich den Turm bauen?
Also ich weiß nicht genau, wie die sich das vorstellen. Also warum kommt das Schlachtschiff hier runter? Warum? Ich habe das nicht so in Erinnerung. Ganz ehrlich, ich dachte, man kann jetzt hier ganz bequem seine Kolonie errichten. Vor allem, ich habe ja meinen Hafen noch nicht mal. Und ich denke, ich habe jetzt so effektiv gespielt wie möglich. Halt nichts, ne? Also ich hoffe, das klappt jetzt irgendwie. Also ich habe noch nicht aufgegeben. Ich habe jetzt auch so dumm gespeichert beim letzten Mal. Also es ist schon zur Hälfte, es ist schon weg. Oh, nee. Oh, bitte. Nein! Es ist doch schon fast... Boah, wenn es jetzt ganz knapp... Papier, ja! Ja! Wow! Wahnsinn! Das war jetzt so knapp! Alter, war das jetzt knapp. Knapper geht's gar nicht. Okay. Ihr geht mal auf die Felder. Wahnsinn! Wie knapp das jetzt war. Ihr geht mal, baut mal hier so ein. Baut mal das wieder auf. So, ihr dürft mal auf das Feld gehen. Ich denke, das wird repariert, ne? Wenn das hier ist. Ich denke schon, ne? Was braucht es jetzt? Das braucht 100.000 Gold. Boah. Kann ich jetzt... Okay. So, dann holen wir mal die Steine. Dann die restlichen dürfen mal dann da rein in die Mine. So, geht mal in die Mine. Und ich darf sogar noch eine zweite Werft errichten. Okay, also die Werft ist bereit. Ihr habt euch gut geschlagen. Jetzt hat England einen Fußspalt in die karibischen Gewässer hineinbekommen. Dank für eure Dienste hat der Gouverneur euch 5000 Einheiten Gold geschickt. Eure nächste Mission ist, die niederländischen Schlachtschiffe zu versenken, die uns daran hindern, hier zu handeln mit der neuen Kolonie. Ihr werdet die Schlachtschiffe finden, hier also in der Mitte der Karte, am Pott, wie sie halt patrouillieren in den Gewässern. So, alles klar, wir wissen, was wir machen müssen. Ich baue mir nochmal eine zweite Werft.
Ich glaube, mein Schiff wird repariert, oder? Ich hoffe. Nicht. Ach, keine Ahnung. Okay, also hier bin ich ausgestattet. Ich kann noch mal 7000 Gold. Ich glaube, ich tue noch mal hier das noch mal ausbauen. Dann kriege ich noch ein bisschen mehr Eisen. Also ich brauche 7000 Eisen verkaufen. So, ich hoffe, das passt. Was ist jetzt das Problem? 5000. Okay, ich glaube, ich dann vielleicht Nahrung verkaufen. So, jetzt 25.000 Nahrung habe ich. 7.600 habe ich auch. Und 5000 Holz. Dann baut hier nochmal ein Lager. Und baut mir nochmal hier so Hütten hin. Und natürlich mehr Bauern. Bauern brauche ich. Ich habe noch mal ein Boot. Ich glaube, ich 5 Boote oder so vielleicht pro Werft. Also ich habe jetzt die Werft hier hingebaut, weil, wie gesagt, ich muss ja dann mit den Schiffen hier nach oben. Und wenn ich jetzt hier die bauen hinbauen würde, dann würde es ja dann, also ich habe auf jeden Fall in Erinnerung, dass da eigentlich kein Gegner mehr kommt jetzt. Also ich speichere mal auf jeden Fall zur Sicherheit. So, ich darf noch kein Schlachtschiff oder ich darf noch kein Schiff errichten. So, was haben wir denn? Holzeffektivität. Okay, das habe ich genug. So, was fehlt denn jetzt noch? Also Gold habe ich genug. Essen habe ich genug. Holz habe ich noch nicht genug. Tausche ich mal Holz. Ja, aber wir haben jetzt... Das ist kein Problem. Ich glaube, ich forsche mal das hier. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr bequem. Das ist 500. Also Kohle auf keinen Fall. Stein könnte ich gegen Gold. Passt das? So, dann zeig mir mal, wo alles... wo alles Minen sich befinden auf der Karte. 29 Bauern. Ich baue hier noch mal dann, wenn ich genug Ressourcen habe. Ja, jetzt wird es zu teuer, ne? 6000 Gold. Okay, was haben wir denn? Also wir haben hier noch 2 Minen. Dann geht mal hier hin. Und zeigt mir mal. Und hier die eine Mine. Da habe ich keinen Zugriff, ne? Also auf die hier. Kohle. Haben wir hier. Also da bin ich mit Kohle und mit Eisen versorgt.
So, machen wir mal 6 von diesen Schifferbooten. Aber ich dachte, man kann die Schiffe reparieren, wenn man die hin zur Werft. Oder habe ich das falsch in der Erinnerung? Gold. Also die Insel hat alles. Gib mal hier. Okay, also ich habe die Goldmine gefunden. Oh, was ist jetzt los? Okay. Kein Problem. Also ich hoffe, der segelt hier nicht zu weit. Was mache ich mit euch? Gib mal auf das Feld. Ihr könnt vielleicht hier auch nochmal hingehen. Und hier kann ich noch was hinbauen. Okay, also ich baue auf jeden Fall jetzt Gold, damit ich... Ich tue mal alles verkaufen. Damit ich hier die Minen aufwerten kann. Und ein zweites Mal nicht, ne? Ah, jetzt braucht er schon 7000, okay. So, gib mal hier rein. Und hier rein. So, alle restlichen Bauern tue ich mal auf das Feld schicken. Was ist denn eigentlich? Wann kann ich denn Schiffe bauen? Dann tue ich das nochmal verbessern. Also hier passt es eigentlich ganz gut. Also die Felder sind gut besucht, die auch. Holz könnte ich eigentlich noch mehr abbauen. Hier, ne? Die Schiffgeschwindigkeit. Hier kann ich dann das Schlachtschiff bauen. Und das Schlachtschiff bauen ist komplett für den Arsch. Also das Schlachtschiff, ich kann mich noch erinnern, das war so teuer, das konnte ich gar nicht unterhalten. Hier geht mal Holz noch hacken. Okay, also dann würde ich sagen, speichere ich und mach mal auf schnell. Weil jetzt habe ich eigentlich alles getan, was zu tun ist. Die Siedlung steht. Das war jetzt gerade so ein Schifferboot, was versenkt wurde. Die Siedlung steht. Was muss ich, oder muss ich eine Kirche errichten, oder? Stimmt, die haben mir die Kirche noch weggenommen. Errichtet mal hier eine Kirche. Tu mal hier mithelfen und errichtet mir mal einen Stall. Markt habe ich, einen Stall kann ich mir auch keinen Monument tun. Schifferboot kosten, das habe ich, aber ich habe jetzt schon eigentlich alle Schifferboote gebaut. Okay, also das muss ich forschen, dann kann ich eine Fregatte bauen.
Ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch hier die Goldmine verbessern und dann, das ist eigentlich das Einzige, was ich noch zu tun habe, die Goldmine verbessern. Hier, ich habe eigentlich genug Bauern. Soldat brauche ich nicht mehr. Und genug Nahrung habe ich da eigentlich auch. So, was braucht man denn? Wir brauchen 7000 Gold. So, dann schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Verkaufe ich mal alles Stein und Holz. Und nein, jetzt noch Nahrung. So, ich hoffe, das passt jetzt. Nein, genau, jetzt brauchen wir wieder 5000, aber das haben wir gleich. Okay, sehr gut. So, noch Bauern rekrutieren. Also sowas brauche ich nicht forschen. Also ich kämpfe eigentlich jetzt nicht mehr im Nahkampf. Also das alles brauche ich nicht erforschen. Hier, Schiffbau wird um das Zehnfache beschleunigt. Dann die Schiffgeschwindigkeit ist erhöht. Also das wäre auf jeden Fall auch richtig wertvoll, diese beiden Sachen zu forschen. Das brauche ich eigentlich nicht mehr, weil jetzt habe ich ja eigentlich schon die ganzen Schiffverbote. Und die kosten sowieso fast gar nichts. Also man merkt, das ist für den Arsch. Das könnte ich forschen. Ja, genau. Also habe ich ja schon gesagt in der ersten Folge, Gold ist immer hier das Problem. 22... Okay. 6000. Also ich darf auf jeden Fall Holz nicht verhandeln, sondern irgendwie Steine oder sowas. Gold. Okay. Vielleicht kriege ich das jetzt gleich hin. Holz habe ich eigentlich auch gleich genug. So, noch gleich. Jetzt muss es soweit sein, ne? Ja, genau, perfekt. Hier noch 4. Wobei, das könnte ich eigentlich auch noch ausbauen. 7000 ist natürlich teuer. Okay, es geht gar nicht mehr. Also ich darf gar nicht beliebig viel ausbauen. Sondern nur noch Stufe 4. So geht man da rein. Was läuft da noch? Auch Gold. So, Gold ist das, was ich jetzt brauche. Nahrung kann ich auch fleißig. Ich kann sogar mal 10.000 gehen. Sagen wir mal, bis ich 100. Ja, genau, es passt. Machen wir mal die Effizienz von Fischerbooten oder. Wobei Steinabbau-Effizienz. Ich glaube, ich mache erstmal, dass ich wirklich mal, sagen wir mal, so ein Fundament habe. Ist die Mine eigentlich voll?
Also die hat jetzt 28. 18. Okay, also ich darf maximal auf Stufe 4. Weil es gibt ja bei den Minen insgesamt Stufe 7. Da hat man dann 95 Bauern in so einer Mine. Aber in dem, hier in der Mission ist es nur erlaubt, bis Stufe 4 zu verbessern. Jo, 9000 Gold. So, dann ich forsche erstmal alles, was so interessant ist, vielleicht. Ah, jetzt muss ich noch kurz warten. So, jetzt kann ich die Fregatten bauen in der Werft. Und jetzt dann noch forschen, dass die Schnelligkeit hier, dass das Thema schneller geht. 58.000 Steine. Okay, dann handle ich mal nach Steinen. Nahrung. Alles klar. Okay, jetzt brauche ich noch 15.000 Steine. Ich kriege das irgendwie hin. Vielleicht Gold. Ist knapp, ne? Na gut, darauf warte ich noch. So, was ist das Problem? Ich habe das doch jetzt geforscht. So, jetzt, was wollen die denn noch? Oder ist hier kein Platz? Oder? Doch, da muss auf jeden Fall Platz sein. Was wollen die? Oder wollen die, dass ich zuerst das doch forsche? Kommt mir nochmal eine Werft hier hin. Hä? Ja, wie? Aber ich muss doch jetzt nicht das Schlachtschiff forschen. Warum darf ich keine Fregatte bauen? Effizienz. Okay, also die brauchen 13.000 Kohle. Boah, ist das kompliziert. Die brauchen fast alles, ne? 6.000, also ich habe genug Gold. Holz, 22. Ich tue mal, dass ich hier mal zumindest mal genug Holz habe. Okay. Eisen habe ich, 13.000 Kohle. So, und da kann ich jetzt Steine. So, kann ich jetzt ein Schlachtschiff bauen oder wie? Hä? Ach so, ich muss erstmal wahrscheinlich ein Artilleriedepot bauen, ne?
Nee, warte, ihr bleibt mal hier. Okay, ich glaube, das war das Problem. Boah, jetzt habe ich schon wieder so viel Zeit verschwendet. Ich hätte jetzt einfach nur das Artilleriedepot bauen müssen. Aber ist auch nicht schlimm, wenn ich das alles erforsche, ist auch nicht verkehrt. So, jetzt aber, oder? Ja, genau. Richtig, das Schlachtschiff ist viel zu teuer. So, wir müssen die Fregatten, ich glaube, ich baue Fregatten und ich baue diese Galeeren. Die Galeeren, die haben einen mega krassen Nahkampfschaden, ist unglaublich. Und dann haben sie ja natürlich auch noch, dass sie von weiter weg was treffen. So, genau, das geht jetzt auch einigermaßen flott. Ich schick mal, dass sie alle ihre Schiffe mal hier hinschicken. Tu mal die Schiffe da hin. Und die restlichen Bauern, die können eigentlich auch nochmal Holz ernten. So, was ist jetzt das Problem? Holz ist das Problem. Holz und Gold. Ich kann mal alle Steine. Wobei, gibt es noch was zum Forschen? Nee, eigentlich nicht. Alle Steine mal zu Holz. Und Essen könnte ich eigentlich auch noch zu Holz machen. Nee, oder zu Gold. So, dann baut mir mal eine Flotte. Sieht gut aus. Ich glaube, ich baue noch mal eine Runde und jetzt wollen wir mal hier in dieser Einwerf noch, wenn ich noch genug Ressourcen finde. Kohle ist gerade das Problem. So, Kohle. So, wenn das Schiff fertig ist, dann lege ich los. Wobei, ihr könnt eigentlich schon hier hin. Gib mal. So, gib mal hier. Du auch. Ja, es geht voran. Gib mal alle hier hin. Also wir haben genug Ressourcen. Ich tue noch mal, bevor es losgeht, tue ich noch mal Eisen und Kohle einkaufen, damit uns beim Schießen nicht die Munition ausgeht. Aber das ist schon mal eine mächtige Flotte. Stopp. Feuer einstellen. So, ich warte auf euch beide. Dann kaufe ich nochmal Kohle und Eisen. Ja,
Okay, dann los geht's. Um die Mission zu beenden. Das ist so, dass ich das in Kauf nehme. Was ist das? Ein niederländisches Schwadron wurde gesichtet, hat eure Schiffe gesichtet. Werdet bereit oder kämpft oder. Achso, macht euch bereit zu sterben. Ja, mein Schiff ist hier. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier ist. Das ist anscheinend hier im Süden. Hat es beschlossen, entlang zu segeln. Wegen dieser dummen Nachricht habe ich jetzt hier vielleicht das verloren. Dann ist ja auch egal. Nee, vergiss es. Auf keinen Fall. Was machst du denn da? So. Los. Also ich merke schon, ich darf diese Schiffe, darf ich auf keinen Fall in den Nahkampf verwickeln, weil die haben einen so krassen Nahkampfschaden. Das ist einfach nur abartig. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich könnte meine Infanterie eigentlich nur jeden schicken als Ablenkung. Vielleicht bringt es was. Sieht schlecht aus. Oh nee! Das kann ich gar nicht gebrauchen. Schnell, schnell, schnell. Kohle. Scheiße, jetzt ist mir die Gold ausgegangen. So, jetzt haben wir da. Oh, meine Güte. So, ich glaube, das ist zu wenig, oder? Vielleicht kann ich ein Schlachtschiff weglocken, dann müsste eigentlich schon reichen, oder? Wo schießen die schon wieder hin? Geht mal hier hin. Und die zwei Schiffe, die schicke ich mal hier nach oben. Also die dürfen sich eigentlich schon hier hinstellen, das passt. Ja, das gefällt mir eigentlich schon relativ gut. So, ich hoffe, genau, also die segeln auch in die richtige Richtung. Ich kann sogar ein Schlachtschiff rekrutieren. Ich glaube, ich rekrutiere mal ein Schlachtschiff, einfach nur mal, um zu demonstrieren. Hm.
Weil das kann man ja immer wieder versenken. Also wenn es mir zu teuer wird, dann versenke ich es einfach schnell. Ich habe in Erinnerung, das war so teuer. Das hat hier die Ressourcen so krass gefressen die ganze Zeit. Also mein Gold dann auch richtig krass nach unten gedrückt. Schauen wir mal, ob ich da mich richtig erinnere. Ja, also man merkt schon, es geht jetzt wirklich viel langsamer als vorher. Also oder man darf sich nur ein einziges Schlachtschiff leisten. Genau, das kann natürlich auch sein. Ich bin auf schnell, ne? Ja. Boah, aber irgendwie schade, dass die Musik ausgegangen ist. Ich denke mal, beim nächsten Mal, da mache ich das dann so, dann tue ich das Spiel nochmal neu starten, damit die Musik einfach bleibt im Spiel. Weil die Musik in dem Spiel ist einfach so richtig schön, so richtig atmosphärisch, absolut großartig. Okay, also ich habe genug Eisen, ich habe genug Kohle. Also jetzt, wo ich mein Schlachtschiff habe, da will ich das natürlich auch nutzen. Hier nach oben. Boah, aber das dauert auch wieder. Das dauert wieder ewig, bis es da oben ist. Gibt es dazwischen noch irgendwas, was noch zu tun wäre vielleicht? Oder noch was forschen? Hier, das könnt ihr noch forschen. Könnte ich sogar noch ein Schlachtschiff rekrutieren, aber man sieht einfach an den Goldreserven, ich habe nicht genug Geld, um das zu leisten, um das unterhalten zu können. Ach so, genau, also die mega mächtigen Mauern entstehen quasi nur, wenn ich das hier geforscht habe. Die dauerhaft von Gebäuden. Das brauche ich eigentlich alles nicht mehr. Was bleibst du denn? Oh Mann, jetzt habe ich das hier. Jetzt ist es hier die ganze Zeit dumm rumgestanden. Hier, geh nach oben. Was haben wir hier? Gebäudeverteidigung plus 50. Erhöht die Rekrutierung von berittenen Einheiten um das Vierfache. Kavallerie macht 5 mehr Schaden. Und dann hier die Rüstung plus 2. Ja, es sind eigentlich genau die gleichen Sachen wie bei Cossacks 3. Aber ich glaube, man konnte noch. Ah ja, genau, Schussgenauigkeit. Ich glaube, das könnte ich noch forschen. Okay, dann speichern. 1. Angriff. Hier waren sie ja, die zwei gegnerischen Schlachtschiffe. Oder habe ich einen schon besiegt? Kann sein, dass da nur noch eines ist, weil ich erinnere mich, dass es nur 2 waren und eins hat uns ja schon angegriffen. So, dann war's weg. Hervorragend. Das niederländische Schlachtschiff ist besiegt. Und jetzt kann uns nichts davon abhalten, eine Kolonie hier zu errichten.
Ihr habt hart gearbeitet und dem Namen von England und ja, England großartig gedient und habt einen Ruhestand verdient. Und hier haben wir auch nochmal ein ganz tolles Bild, richtig schöne Zeichnung. Sieg. Okay, dann bis zur nächsten Mission.